Wir befinden uns im Schauraum Comic und Cartoon in Dortmund, direkt gegenüber vom Hauptbahnhof. Und heute haben wir die Pressekonferenz zur neuen Simpsons-Ausstellung. 35 Jahre die Simpsons und 70 Jahre Matt Groening, also Jubiläum. Passend dazu wird der Schauraum dieses Jahr auch noch 5 Jahre alt. Also Jubiläum über Jubiläum und das alles hier in unserem kleinen Raum. Also das Konzept ist im Prinzip ja schon in sich enthalten. Die Simpsons ist eine der populärsten TV-Familien Amerikas, wenn nicht sogar der Welt. Und jeder kann damit etwas anfangen, in jeder Altersschicht. Und das macht es für uns natürlich so interessant. Und besonders mit Blick auf die EM und gegebenenfalls auch das internationale Publikum, was hier am Dortmunder Hauptbahnhof aufschlagen wird, bietet es sich sehr an, ein so großes Thema zu nutzen, um auf den Bereich Comic und Cartoon aufmerksam zu machen. Wir haben eine sehr gelbe Ausstellung von Originalfolien, die wirklich dazu verwendet wurden, um die Folgen zu drehen. Drehbücher haben wir hier auch, Prints, Siebdruck und natürlich ganz viel Merchandise. Das ist total interessant. Und unser Herzstück bildet die Couch, die man aus der Serie kennt, wo man Platz nehmen kann und sich alle Couch-Gags, die am Anfang einer Folge ausgestrahlt werden, hintereinander angucken kann. Unsere Ausstellungen werden immer von einem umfangreichen Rahmenprogramm begleitet und dieses Mal freuen wir uns sehr auf Vorträge, also zum Beispiel um den Couch-Gag drumherum wird es einen Vortrag geben. Wir werden aber auch wieder bei der Kulturmeile teilnehmen, wo wir eine Fotowand, eine Simpsons-Fotowand haben und natürlich auch Workshops zum Thema Story Design und Zeichnen, das ist bei Comics ja ganz klar. Ich denke, die Serie ist vor allem so erfolgreich, weil sie mit der Zeit geht. Das heißt, sie nimmt immer wieder aktuelle Themen, auch auf politische Themen, hat keine Angst, ist dabei aber super unterhaltsam und total relevant. Also die Vorhersagen, die dort getroffen werden, davon sind ganz viele wirklich wahr geworden. Die Charaktere sind alle total nett. Man kann sich mit denen identifizieren, wahrscheinlich in Amerika auch noch deutlich mehr als hier. Und für jeden ist was dabei, würde ich sagen. Ich finde tatsächlich Tingle Tangle Bob ziemlich interessant, also eher ein Side-Character, aber ich finde von den Hauptcharakteren ist halt auch für jeden Persönlichkeitsstrang, den man hat, findet man einen Hauptcharakter und ich glaube, das macht das auch so interessant.